Hallo zusammen, mein Name ist Alex und mit einem letzten Blick zurück zur Seilbahn in der Karwendelgrube steigen wir schon in den Mittenwalder Klettersteig ein. Der geht nämlich kurz hinter der Seilbahn an der nördlichen Linderspitze los. Die Tour habe ich 2019 mit meiner Frau Ewe gemacht. Das da unten ist übrigens Mittenwald im Westkarwendel. Und das bin ich. Der Klettersteig ist nie sehr schwer, maximal B, aber man braucht, wenn man ihn als Tagestour macht, schon 6 Stunden, bis man wieder im Tal ist. In Summe sind übrigens ungefähr 70 Meter Stahlleitern verbaut und der Weg zieht sich von der nördlichen Linderspitze über 5,5 Kilometer immer entlang des Grates bis kurz vor die Tiroler Hütte. Schwindelfrei sollte man vielleicht besser sein, aber dafür hat man da oben tolle Ausblicke bis hin zu den Zentralalpen. Der erste Gipfel ist in Sicht. Unsere Kinder hatten an dem Wochenende Oma-Urlaub und wir Riesenglück, dass wir an unserem Wochenende Kaiserwetter hatten. Na, die Leiter macht doch echt einen vertrauenserweckenden Eindruck. Habe ich erwähnt, dass man schwindelfrei sein sollte? Die Sulzeklammspitze mit 2323 Metern, auch der höchste Punkt der Tour, leitet das Schlussstück des Klettersteigs ein. So close together. Kirchelspitze endet dann auch der Klettersteig und wir steigen über einen normalen Wanderweg bis zur Brunnsteinhütte ab. Für uns ist hier erstmal Schluss für heute. Wir genießen den Nachmittag und Abend vor uns auf der Hütte. Wenn ihr mehr Details zur Tour sucht, dann schaut doch in die Videobeschreibung. Dort findet ihr auch einen GPS-Track. Ansonsten schaut auch gern noch die anderen Videos an oder abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt.